Im März kündigte Ubisoft den längst überfälligen mobilen Ableger der Rollenspielreihe Might and Magic an, was viele Fans in helle Aufregung versetzt hat. Jetzt ist es endlich soweit. Elemental Guardians heißt das Freemium-Spiel und steht ab sofort im Google Play Store sowie im App Store zum Download bereit. Allerdings heißt es dann meist erstmal warten. Denn die Downloadgröße hat es mit 1,3 GB für iOS bzw. 600 MB für Android durchaus in sich. Hat man die Installation hinter sich, kann es losgehen. Bei Elemental Guardians spielt man einen jungen Zauberlehrling an der Academia und reist durch die Länder von Ashan. Dort muss man durch das Zerstören von Seelensteinen Elementarkreaturen einsammeln und aus diesen eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen. Jede Kreatur ist verbunden mit einem der vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde und kann somit entsprechenden Schaden anrichten. Um in der Arena zu bestehen, muss man unentwegt das eigene Team verbessern. Das funktioniert durch Looten, also das ständige Einsammeln von Belohnungen wie Goldmünzen, Kristalle, Tränke und vielerlei mehr. Schneller geht es natürlich mit In-App-Käufen. Bis zu schwindelerregenden 109,99 Euro reichen die Preise. Insgesamt ist Elemental Guardians ein gelungener Might and Magic-Ableger mit einer netten Geschichte und vor allem beeindruckender Grafik.